Eben schon hast du den DFB-Pokal angesprochen. Kommen wir nochmal auf das Spiel zu sprechen, was jetzt unmittelbar vor uns steht. FC Nöttingen, vermutlich ein Name, den die wenigsten aus unserem Team bisher schon mal gehört haben. Wie ist es, gegen solche Gegner zu spielen? Die schreiben auf ihrer Vereinswebsite, das ist für uns das Spiel, das wichtigste Spiel in der Geschichte des Vereins, schreibt Nöttingen. Wie ist es, gegen solche Gegner zu spielen, die natürlich hypermotiviert sind? Ja, nach Erfahrung ist es klar. Also man muss einfach voll konzentriert spielen und einfach versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Auch wenn die jetzt vierte Liga spielen, fünfte Liga spielen. Also haben wir gesehen, die fünfte Ligisten gegen erste Ligisten gewonnen, glaube ich, in der Geschichte. Ja. Und man muss aufpassen, man muss auch mal konzentriert bleiben und konzentriert spielen. Und es gibt natürlich, man muss immer die Gegner respektieren. Und wir gehen davon aus, dass wir diese Sachen sehr ernst nehmen und wir wollen einfach eine Runde weiterspielen.